Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass wir ja der Hauptquest weiterfolgen und erstmal uns anhören, was Nati uns zu erzählen hat. Und genau das werden wir Wie jetzt es mir tun. in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Ich selber komme aus dem Dorf. Also ein schönes, in einem Dorf zu wohnen ist ganz angenehm, würde ich sagen. Es tut so gut, dich zu sehen. Habe ich jetzt einfach hier die ganze Nacht über geschlafen im Freien? Freiem Himmel? Vermutlich. Hallo Nati, wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrok als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen, aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Ja, also ich denke schon, dass wir Nati vertrauen können und ich denke noch so ein paar Leute mit dem Boot zu haben, ist vielleicht nicht so schlecht. Wenn ich jetzt den Lehrern nicht sage, ja, meine Güte, Professor Weasley muss es nicht wissen. Aber Nati ist, denke ich, schon so was in Richtung Freundin. Ich denke, der können wir vertrauen und dir das auch erzählen. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch, aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Syrona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Materbele-Land. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Ist tatsächlich, es freut mich zu hören, dass wir ja einen positiven Einfluss auf Nettie haben oder hatten. Ja, finde ich gut, sie an unserer Seite Gut. zu haben im Rookwood und Kampf Harlow sind ein gegen Rookwood und gefährliches Duo. Harlow. Und dann Und sind sie natürlich auch noch mit Ranrok. Ranrok im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich Logisch. habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Na schön. Haben wir quasi Sei auf der Hut. unsere eigene Spionin mit der Natti. Unsere Ich Augen und höre Ohren. nicht recht. Sie wagen es, mir zu drohen? Was geht hier vor Ach, sich? da hinten. Ja. Auftrag abgeschlossen. Das Mädchen aus Ouagadougou. Hilft der Fremden. Okay. Das ist ja in der Nähe. Dann werden wir das gleich mal tun. Sie müssen hier lang gekommen sein. Okay. Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um Ihre Zeit. Okay. Oi, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Verschwinderspeer. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Stupor! Stupor. Bleib nicht kommen, Sarkio. Ich weigere mich so behandelt zu... Leviosum, Taten! Okay.
Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Verschwinder Duellantin, okay. Im Bereich Sammlungen in deinem Handbuch gibt es einen neuen Gegnertyp. Du kannst dort wertvolle Informationen über Gegner erfahren, wie zum Beispiel ihre Schwächen gegenüber bestimmten Zaubersprüchen. Okay, dann gucken wir das mal schnell. In der Sammlung, genau. Gegner. Okay, Erschwinder Speer. Diese skrupellosen Zauberer beherrschen keine Schildzauber, sodass sie für alle Arten von Angriffen verwundbar sind. Okay. Und die Erschwinder Duellantin. Diese Hexen sind unter den schnellsten von Rookwoods Agenten und überraschen ihre Gegner mit aufeinanderfolgenden Angriffen. Ihr mächtiger Reduktorfluch kann nicht von Schildzaubern geblockt werden. Wenn man ihn allerdings mit einem anderen Zauber unterbricht, geraten sie ins Trudeln, sodass sie die Kontrolle verlieren und eine der ihren treffen. Okay, was ist jetzt ein Abtrennzauber? Und wie führe ich den aus? okay, wir gucken einfach mal. Also die haben einen Schildzauber. Ah, das könnte ein Zauber sein. Act. Besiege alle Gegner. Also, ja. Okay, haben wir gerade gemacht. Ah, Stufe 13. Das hat doch ganz gut funktioniert. Ja. Cool. Hat Spaß gemacht. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Das ist Priya? Sie erwähnten jemanden namens Priya. Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. War die Nocturngasse nicht so eine zwielichtige Gasse? Und sie forscht an Merlin? Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Okay. Außergewöhnlich. Ich dachte, Merlin sei ein Mythos. Ja, wir haben ja Merlin vorher schon mal ein bisschen... Also, der wurde zumindest vorher schon mal erwähnt. Aber mich würde das mal interessieren. Ja? Ich dachte auch, Merlin sei ein Mythos. Ich dachte, Merlin, Artus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Cadogan. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Ach, das ist der, okay. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Er war ein Slytherin? Also, Merlin? Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Okay, ich glaube, das haben wir schon mal gefunden. Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht.
Aber natürlich, klar. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Okay. Ach hier. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Ist der Jede Steinwirbel? Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das die Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Okay, dann schauen wir mal. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Scheiterhaufen? Vielleicht kann man die einzeln. Oh ja, tatsächlich. Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Okay. Herausforderung freigeschaltet. Schließe Prüfungen Merlins ab. Okay. Gut, das war jetzt ziemlich easy, würde ich sagen. Wie wunderschön. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Okay. Oh, ist jetzt hier irgendwas, ist jetzt hier noch irgendwas Besonderes passiert? Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Okay, dann müssen wir mal Ausschau danach halten. Lösen Sie sie ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Vielen Dank dafür. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Ja, die war bestimmt in Ravenclaw. So. Ach so, ach, sie haut einfach ab. Und ist appariert. Okay, dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal die den Auftrag von Arn. Genau, gehe zum Koboldlager. Stufe 2 Quest. Ich denke. Ich grüße Sie. Ich habe gehört, Sie sind ein findiger junger Ravenclaw. Professor Fig hat mir gesagt, Sie fanden ein verlorenes Buch für ihn. Ich möchte darüber reden. Okay. Später. Wir machen erst die Nebenquest. So. Nach dem, was Ren noch dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Akio! Incendio! Protego! Okay. Revelio. Na, das war doch einfach. Entzünde einen Schützen? Was stand da eben? Oder sind das. Sind das auch so Herausforderungen? Mal kurz gucken. Herausforderungen? Kampf. Mhm. Besiege schwarze Magier. 5 von 10. Was haben wir hier? Besiege Spinnen? Eine Spinnenschlechterrüstung. Okay. Und schließe Duellleistungen ab. Cool. Cool, cool. Schließe Prüfungen Merlins ab. Mhm. Da gibt's. Oh, mehr Platz für Ausrüstung. Das ist cool. Inventarslot-Erweiterung. Haben wir ja beim letzten Mal gemerkt, als wir da nichts mehr aufnehmen konnten. Das Erbstück, genau. Ne, wir machen erst die Nebenquest. Vielleicht können wir da noch ein bisschen. Können wir da noch ein bisschen kämpfen. Und wir können hier auf jeden Fall noch ein bisschen. Noch ein bisschen rumgucken. Kunden. Ja, die Welt lädt halt einfach dazu ein. Das ist.
Hier gibt's noch was? Akio. Mondsteine. Gönnen wir uns natürlich. Was ist da oben? Eine Kuh? Aber die ist doch nicht böse, oder? Ah, nee, hier. Das sind die Spinnen. Incendio! Wow. Wow, ist sie gerade... Ist sie gerade explodiert? Revelio. Okay, das sah gerade echt aus, als wäre die explodiert. Was ist hier hinten? Akio! Incendio! Incendio! Idiot! Okay. Oh, sind schon alle weg. Okay. Schade. Da sind nochmal welche? Oder könnten nochmal welche sein? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ein Wort der Warnung. Protego! Akio! Okay, hier ist noch irgendwo. Oder ist das... Ah ne, er. Ich habe nur unten, hinter diesem Symbol, wo ich gerade draufstehe auf der Minimap, da ist noch so ein roter Pfeil. Es könnte der hier sein. Warum auch immer der da liegt und eingesponnen wurde. $61, okay. Können wir ihn irgendwie befreien? Incendio. Ah, okay. Oh, oh. Protego, Stufo. Akio. Incendio. Levioso. Okay, besiege Spinnen. Duellleistung. Lenke einen Schlüpfling ab und setze Protego erfolgreich ein. Okay. Revelio. Ja gut, okay. Das, ich denke mal, das wird sich dann im Laufe der... der Geschichte noch ergeben, also beziehungsweise im Laufe des Spiels noch ergeben, was wir... Ich bin gelangweilt. Ich würde sagen, dass Irondale seinen Namen nicht gerannt hat. Geschickt. Das wollte ich nicht. Legioso. Akio. So, jetzt kombinieren hier. Ist hier noch einer? Nee. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Okay, bisschen was einsammeln. Revelio. Wo gibt's Kisten? Komm ich da hin? Kann ich hier hoch? Nein. Okay, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Ich dachte, ich könnte vielleicht die Kiste hoch, springen. Incendio. Hm. Da komme ich nicht rein. Das können wir wegmachen. Akio. Oh, was? Protego. Shit. Incendio. Akio. Ich muss hier mal ein Stückchen weg. Incendio. Levioso. Akio. Lass mich die wegmachen. Incendio. Und uns um die kümmern. Kreuzspinnen Matriarche. Okay. Incendio. Hui, Mensch. Richtig viele Kämpfe heute. Das macht ja richtig Laune.
Gibt's noch Schafe? Okay. Wo ist sie oben? Ins Handy. Okay, das ist wie eine Bombe. Das kann man als Bombe benutzen. Protego, du! Oh, was? Die kleine Mini-Spinne. Acht Beine sind einfach zu viel. Definitiv, ich hasse Spinnen. Definitiv. Revelio. Waren doch eben zwei Kisten zu sehen, oder? Da ist noch eine. Okay. Können wir die Leiter nicht hoch? Okay. Accio! Levioso! Nee. Okay, also mit der Leiter kann ich nichts anfangen. Na gut, ich würde hier. Ach, Reparo könnte ich vielleicht benutzen, oder? Reparo. Reparo. Falsche Richtung. Mal bitte da hin. Nee. Schade, aber die lässt sich bestimmt da dran setzen, sodass man dann da hochkommt. Irgendwie. Ja, aber nichts, was ich jetzt auf die Schnelle rausfinde. Schauen wir weiter. Gibt's auch noch Gegner? Oh, ist das dunkler Straßenköter? Okay. Akio, Incendio. Video. Kombo mal 10. Okay. Protego. Straßenköterfell. Das brauchten wir doch auch für einen Trank, ne? Das haben wir doch, war glaube ich für diesen, Schütz oder für diesen, der die Verteidigung erhöht, den wir in, Laubtränke gelernt haben. Mich hier nochmal umgucken. Wir sind jetzt mitten im Wald. Okay, und suchen jetzt mal das, wir suchen jetzt mal weiter das Koboldlager. Das war die beste Mahlzeit seit langem. Das meine wir ich könnten ja, den Desillusionierungszauber benutzen. Ich glaube, der bietet sich für solche Schleichaktionen durchaus ein an. Ein Lager. Das muss es sein. Krieger-Anhänger. Ne, Krieger der Anhänger. Okay, so. Das ist eine gute Mahlzeit. Das sind Kobolde, okay. Levioso! Protego! Accio! Levioso! Das sind also Kobolde. Jetzt sind wir im Koboldlager. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Drei Gegner. Vier Gegner. Triff eine Waldläuferin mit Spupor, führe eine Duellkombo aus. Okay. Wir können uns auf jeden Fall jetzt reinschleichen. Und ich bin dann einfach mal gespannt. Oh, wir haben... Richtig, neue Gegnertypen. Schauen mal. Hier haben wir vorhin gehabt. Wilderer Spurensucher. Vorsicht vor ihren Gegenangriffen. Sie können dich mit Zaubersprüchen überrumpeln, noch während sie sich von einem Schlag erholen. Okay. Mit das Krieger der Anhänger. Okay, man kann sie mit Expelliarmus entwaffnen. Das sind Bogenschützen, beziehungsweise Armbrustschützen. Okay, also Range-Dudes. Okay, das sind die kleinen Spinnlinge. Kreuzspinnenlauerer.
hier die Matriarchin. Dunkler Straßenköter. Impulse. Okay, das sind alles Zaubersprüche, die ich noch nicht habe. Das ist so ein Range. So ein Rangy. Würde ich mal reinziehen. Okay, wir haben das jetzt gar nicht mitbekommen, oder was? So ein Schwert habe ich noch nie gesehen. Oben ist noch einer. Ja, nein, das wollte ich gar nicht. Du! Ich werde dich! Leviosa! Findest du da wie viele sind denn hier? Ich vergesse immer! Ich vergesse immer, mein Stupor einzusetzen. Stupor! Leviosa! Stupor! Du hast mir keine Wahl gelassen. Nein. Ah, ich bin gestorben. Deine Reise ist beendet. Nein, die ist noch nicht beendet. Am letzten Checkpoint starten. Aber wie konnte man sich nochmal heilen? Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Wie viele sind denn hier noch? Akio. Ja. War das schon alles? Ich werde nicht. Leviosa. Leviosa. Ganz einfach. Magst du Schmerz? Ist noch einer da? Oh. Akio, Incendio. Okay. Protego. Wie konnte ich mich nochmal heilen? Ah, nach unten drücken. Okay. Alles klar. Ja, perfekt. Das war gar nicht schlecht. Besiege Kobolde. Und jetzt zu Arns. Schließe den Kampf ab ohne Mega-Power-Trank. Okay. Ja, das haben wir natürlich nicht geschafft. Da habe ich jetzt aber auch nicht drauf geachtet. Habt ihr das gesehen? Stand das schon die ganze Zeit da? Hey, spring raus. Hier liegt nichts weiter, oder? Doch, da oben ist noch eine Truhe. Ein feengrüner Hexenhut. Ein Mega-Power-Trank. Oh, hier kann man eine Prüfung Merlins abschließen. Das machen wir auch gleich. Leviosa! Was ist das? Warum wackelt denn das gerade so? Akio! Incendio! Revelio! Kann ich mit der Kiste irgendwas machen? Warum wackelt das Bild denn jetzt so?
Akio. Kann ich die Kiste irgendwie ziehen? Levioso. Levioso. Akio. Okay. Jetzt wackelt's nicht mehr. Okay. Das sah gerade aus wie ein Erdbeben oder sowas. Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Durch was? Warum ist sie jetzt doch oben? Levioso. Hä? Akio. Warum schwebt sie jetzt? Hä? Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Also ich verstehe weder, was ich gemacht habe, noch warum das jetzt plötzlich funktioniert und warum es eben nicht funktioniert hat. Das ist gerade ein bisschen seltsam. Was sind das hier? Levioso. Akio. Okay. Ah, die Kugeln hier rein. Das macht Sinn. Gut, die Kugeln da rein. Aber was hat's mit der Kiste auf sich? Levioso. Akio. Ich doch einfach gar nichts. Ach, vermutlich nur, damit ich hier rankomme. Okay. Das heißt, wir müssen nochmal Kugeln finden. Eine Kiste. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Ahn zurück? Ach so, okay, hier waren die Karren. Alles klar. Gut, und hier haben wir jetzt noch die Kugeln. Ziehen wir mal mit. Ja, hier an der Kiste vorbei. Und einmal hier drauf, bitte. Super. Gut, dann sollte damit jetzt das Merlin-Rätsel gelöst sein, oder? Möglicherweise auch nicht. Eins. Zwei. Revelio. Sie vielleicht noch mehr davon? Ich sehe jetzt zumindest keine. Okay, Äpfel. Nee, wenn ihr es wisst, kann man in die Kommentare schreiben oder... Levioso! Akio! Oder muss die hier hin? Akio. Levioso. Incendio. Akio. Nee, wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich sehe nicht noch mehr, was wir hier jetzt ja aktivieren können. Na gut, wie gesagt, wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob ihr wisst, was wir hier noch tun müssen, um die Aufgabe abzuschließen. Also um dieses, um die Prüfung hier abzuschließen. Muss ich hier irgendeinen besonderen Zauberspruch einsetzen? Ich weiß es nicht. Egal, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und damit ist die Folge für heute auch beendet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.